Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und er ist zurück mit seinem neuen Buch. Sie sind doch der Lehrer oder Shortcuts in die Seele. Eine Doku-Dramedy, 12 Episoden in 3 Akten, ist im Kampmann Verlag erschienen. Gibt's auch als Hörbuch, aber gesehen haben wir ihn vor gar nicht allzu langer Zeit bei RTL im Dünentod, ein Nordsee-Krimi. Dort war er Tjark Wolf und im echten Leben heißt er Hendrik Durin. Wie geht's dir und wo bist du? Jetzt wird mir erstmal bewusst, um Gottes Willen, wie lang ist der Titel? Dabei ist er sehr kurz, aber er soll alles beschreiben, damit alle gleich wissen, es ist keine Biografie, sondern autobiografische Shortcuts, die in die Seele gucken, die eigentlich um den Zuschauer sich drehen und handeln und ein bisschen um die Seele und so weiter. Meiner, wenn ich das höre, wow, dann weiß ich jetzt nicht. Also mir geht's ganz gut. Ich habe totalen Schlafmangel, aber das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die gerne und viel arbeiten oder auch nach Arbeit suchen. Ich freue mich unglaublich sehr, dass du die Zeit hast, mich einzuladen, dass ich die Chance habe, mit dir zu quatschen über die Dinge, die ich gerade für wichtig halte. So, guten Tag an alle. Die Freude ist ganz meinerseits, ich glaube auch unsererseits. Bei dir ist wahnsinnig viel los. Wir reden zuerst über das Buch. Wann war für dich klar, ich will dieses Buch schreiben? Oder hat jemand gesagt, Hendrik, es ist soweit? Es ist urlange her. Ich wurde von meistens von meiner Partnerin oder von Freunden oder sowas kritisiert, wenn ich gesagt habe, oh Leute, das Drehbuch, da muss man, da ist und da, das muss man ändern, da muss man bla und so. Und ich habe mich meistens hingesetzt und an vielen Drehbüchern gearbeitet, habe das vorgeschlagen, wie man das ändern könnte und so weiter. Und da kam ganz oft von Freunden, nicht von den Autoren oder von den Regisseuren, kam oft von Freunden, dann schreib doch selber, wenn du es besser weißt. So, auch mit dem Gestus, ne, mit dem Vorwurf, da machst du das selber. Wo ich immer dachte, Leute, es ist ein großer Unterschied, ob man in der Lage ist, was zu sehen, was jemand geschrieben hat und auf dem aufbauen zu sagen, ja, und jetzt wäre es schön, wenn wir an der Schraube und der nochmal drehen. Also eine Art von Coach oder Consultant. So, das ist was ganz anderes, als von null anzufangen. Ich ziehe den Hut vor jedem Autoren. Habe ich immer versucht zu erklären. Galt nicht. Entstanden ist dann die Idee zum Buch sehr viel, viel, viel später. Aber die Idee zu schreiben ist entstanden, weil ich meine Mama dazu bringen wollte, ihre Geschichte aufzuschreiben. Meine Mama ist vor 2 Jahren gestorben, ist 94 Jahre alt geworden und hat so viel erlebt aus dem letzten Jahrhundert. Und für mich zählen Wurzeln, wo man herkommt. Und also was dich geprägt hat, das weißt du ganz oft nicht, das vergisst du ganz oft. Wunderst dich, warum du dich verhältst, teilweise wie ein Vollidiot, ohne zu merken, das ist gar nicht meins. Das sind so Prägungen, du kannst die ablegen, die gehen weg. Und das war mein Interesse, ist auch mein Job, mich genau damit auseinanderzusetzen. Und dadurch, so da Mama so schwer aus der Hüfte kam mit ihren Stories, habe ich dann angefangen zu sagen, weißt du was, ich schreibe mal meine Geschichte, wie ich so meine Kindheit zum Beispiel gesehen habe. Und du wirst dich wundern, wie anders die ist, als das, was du denkst, wie es war. Das hat sie schon ein Stück weit provoziert. Dann hat sie angefangen, mir wirklich Storys zu erzählen. Ich habe sie teilweise aufgenommen, habe sie geschrieben und so weiter. Und habe dann an dem immer weitergeschrieben, um mir viele Sachen klarzumachen. Und dann ist sie halt verstorben, ohne jetzt den Effekt dessen mitzuhaben. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, etc. pp. Dann habe ich weitergeschrieben und irgendwann kam, auf welchen Zuwegen auch immer, zufälligen Wegen auch immer, eine Lektorin, die sagte so, und du schreibst jetzt weiter, das ist gut. Ich sag, was? Nee, sagt sie, das ist Literatur, das ist gut, was du da schreibst. Ich sag, das ist meine jetzt hier, also ich weiß, ich kann Drehbücher schreiben, okay, ich kann sie korrigieren, okay, aber du schreibst jetzt. Ich sag, okay, ist ja gut. Und da wurden aus den 150 Seiten und Geschichten und Betrachtungen und Gedankenkonvolut, was da drin war, plötzlich 300. Dann entstand eine ganz klare Idee, wie es strukturiert sein soll. Also eine Kombination aus einem durchgängigen Interview, was ich gerne gegeben hätte in meinem Leben, aber nie geben durfte. Beziehungsweise 90% der Fragen sind die Fragen, die ich gerne gestellt bekommen hätte. 10% gab's. Es gibt auch ungefähr 50% aller Antworten habe ich auch gegeben. Nur sind von diesen 50% ungefähr 5% erschienen. Weil das ist ja logisch. Muss man ja in dem Interview, muss ja weg. Ne? Kannst ja nicht ewig schreiben. Ne? So, das habe ich als einen klaren roten Faden, das ist in 12 Teile unterschnitten. Und parallel dazu gibt es halt wirklich 12 Episoden, die, glaube ich, jeder in seinem Leben erlebt hat. Wo jeder schon mal so schräg geguckt und gesagt hat, Gott, bin ich ein Depp. Oh Gott. Also so richtiges Reingucken in die Seele und ich häute dann die eigene Zwiebel. Also richtig so, wo du wirklich am Ende sagst, so, ich weiß nicht, ob es in der Wahrheit noch tiefer geht als das. Und es ist ganz oft sehr lustig. Also wie man sich erkennt. Das kann man also alles nachlesen. Du machst aber aktuell auch noch sehr, sehr viel. Erzähl mir mal bitte über dein Schlösserprojekt. Schlösserprojekt ist genauso ein Herzensprojekt, wie es das Buch war oder wie es der Lehrer war. Mir geht es darum, Geschichte so greifbar zu machen, Wurzelsuche so greifbar zu machen, so unterhaltsam zu machen, dass junge Leute, aber auch Touristen und Bildungsbürgertum sagen, ach so?
Ach so, na, das habe ich ja noch. Das, na, das ist ja interessant. Mich interessiert diesen Satz, der mich so langweilt, lebendig zu machen, nämlich, ja, aus der Geschichte können wir sehr viel lernen. Es hat sich ja nicht viel verändert in der Geschichte. Wenn ich diesen Satz höre, denke ich immer, Würgereiz. Was denn jetzt genau, willst du mir sagen, was ist denn jetzt? Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Was ist das, was sich nicht verändert hat, will ich wissen. Darauf war ich auf der Suche. Und deswegen habe ich 15 Schlösser, ich sag mal so, neu erobert. Teilweise wirklich mit einer Leiter, mit Stricken, mit Seilen, runterklettern, hochklettern, ob es jetzt zum Beispiel Kolditz ist oder was auch immer. Und habe also versucht, tatsächlich die Wege zu finden, was hat Architektur mit Macht zu tun? Ne? Karl der Große, was hat er mit uns heute noch zu tun? Was hat er mit der Burj Khalifa zu tun und so weiter? Wo du wirklich Parallelen feststellst, wo du sagst, ach du Scheiße, ja echt, ja, oh, Backe, so verhalte ich mich auch. Und das aber wieder auf eine lustige, humorvolle, unterhaltsame Art und Weise. Es sind jeweils 10 Filme in jeder Burg, in jedem Schloss. Von Pillnitz über Kolditz zu Gnanstein, Wesenstein, was nicht alles. Und das Ganze kann man in so einem Scan erleben. Das heißt, die Burgen sind gescannt, du kannst virtuell durchlaufen. Du kannst also, das heißt Museum virtuell, museum-virtuell.com. Da hast du die Burgen. So, und da gibt es 15 davon, kannst du mit mir durchlaufen. Da klickst du die Filme an und dann kriegst du so den etwas anderen Blick auf Historie, auf Geschichte, auf, ja, was sind wir heute eigentlich oder was wären wir heute ohne? Ne? Was hat der Mehlmann, ne, aus dem 16. Jahrhundert mit Elektrizität zu tun, mit Explosionen zu tun, ne, mit dem Otto-Motor zu tun? Was hat der damit zu tun? Fragst du dich doch. Also ich jedenfalls. Und die Auflösung ist geil. Also kannst du die Homepage nochmal bitte langsam sagen? Also museum-virtuell.com. Da auf jeden Fall mal reinklicken, das klingt sehr, sehr spannend. Spannend war für viele auch Dünentod, ein Nordseekrimi, da warst du Tjark Wolf. Und ihr wurdet mit guten Quoten belohnt. Geht's weiter oder war das ein zweimaliger Ausflug? Ist das böse? Ist das eine böse Frage? Also erstens, wir wurden belohnt mit, also aus RTL-Sicht oder überhaupt aus Quotensicht mit fantastischen, nicht erwartbaren Quoten belohnt. Also wir hatten eine Quote für RTL, die gesagt haben, oh, hatten wir in den letzten 5 Jahren nicht, fiktional. Wir wurden vor allem belohnt mit sehr gutem Feedback. Wir wurden belohnt mit einem sehr, sehr guten Kameramann, während wir gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht, ob ich öffentlich sagen darf, wir wurden belohnt mit dem Weiterdrehen von Folgen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon offiziell ist, ob ich das darf. Ich weiß nur, dass ich es will, dass ich die Arbeit, die Auseinandersetzung auch an so einem Material sehr gut finde, weil es vor allem auch im Krimi ist, ein gutes, gängiges Format, möglich ist, mehr als, oh, es ist spannend zu erzählen, sondern auch genau hier in Krimis Perspektivwechsel, wo steckt der Mörder in mir? Wo steckt der Totschläger in mir? Was sind meine Triggerpoints, dass ich ausraste als jeder normale Zuschauer, jeder normale Mensch, der denkt, sowas würde ich nie tun. Das sind die Sachen, die mich dabei interessieren. Also wiederum das dahinter. Pia Michaela Baruki war hier auch zu Gast, hat auch erzählt, dass die Dreharbeiten viel Spaß gemacht haben. Und da freue ich mich natürlich, dass es weitergeht. Und weiter geht's auch mit deinem Buch. Das ist jetzt nicht nur draußen, du gehst auch auf Lesereise. Ne? Was kann man da erwarten? Ist es, du sitzt da und liest ein bisschen vor oder doch was anderes? Ich mag gerne wirklich unterhaltsame Abende oder wenn du schon mal eine Bühne hast, mag ich eine Show, dass eine Show entsteht. Ich habe ein großes Interesse daran, zum Beispiel in jeder Stadt, in der ich bin. Ich werde in Halle sein, im neuen Theater meiner alten Birkenstätte. Ich werde in Dessau sein, ich werde in Schwerin sein, ich werde in Berlin sein, im Schlossparktheater, in Fürth, in weißt du geil, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Was ich da will, ist, ich möchte immer gerne aus jeder Stadt eine Journalistin oder einen Journalisten, die interessiert sind, mit onstage zu kommen, eben den Part des oder der Journalistin zu lesen. Oder auch zu improvisieren zum Teil. Das heißt, all das, was im Buch steht, in seiner Idee zu erfassen, dann den Dialog zu führen. Ich würde dann die Episoden lesen, dementsprechend. Meistens sind das mehr Show-Einlagen als Leseeinlagen. Und ich würde gerne im Nachklang tatsächlich eine geführte Diskussion haben wollen, eben mit einem Journalisten über Promis, wieso Promis so erfunden und gehypt werden, was das mit Manipulation zu tun hat, was das mit dem Zuschauer zu tun hat. Wie Journalisten sich selber sehen heute, inwieweit Investigation tatsächlich noch eine Rolle spielt oder inwieweit man sagt, Leute, wir müssen einfach leben, wir müssen Geld verdienen, deswegen müssen wir ganz viele bunte Seiten, bunte Blätter und ganz viele komische Überschriften setzen. Das würde mich reizen, in jeder Stadt so jemanden zu finden, der da Bock drauf hat und sagt, ja, ich mach mit. Als eine richtige Unterhaltungsshow, nicht dieses Bildungsbürgertum, es sitzt einer da auf einem schicken Stuhl und liest. Das ist nicht meins.
So. Und wenn ihr neugierig seid und das unbedingt sehen wollt, checkt bitte Hendrix zum Beispiel Instagram-Account. Dort werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Das Buch, Sie sind doch der Lehrer, oder? Gibt es überall, ist im Kampenband Verlag erschienen. Gibt es auch als Hörbuch. Und Dünentod gibt es bei RTL Plus. Und ich freue mich, dass er wieder da war. Hendrik Turin in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Du hast jetzt aber noch eine schöne Gelegenheit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr denkt, ach Nico, lesen, macht's mal. Weil lesen ist richtig krass. Und ich habe das Gefühl, dass Hendriks Buch ein Buch ist, was ein bisschen anders ist als andere Bücher. Wenn ihr also mal was Neues lesen wollt, was ihr noch nie gelesen habt, dann gönnt euch dieses Buch. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutja. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Hendrik Turin. Bis dann. Also, falls ihr tatsächlich mehr wissen wollt, ganz simpel, hendriksbuch.de, da kriegt man noch ein Dutzend Informationen. Zum anderen, Abmoderation. Wir leben in einer Zeit, in der unglaublich viel Content produziert wird und wahnsinnig viel geredet wird. Mein Satz, ja, es gibt einen Satz, der heißt, lasst euch nicht verführen, aber mein wichtigster Satz ist der,